Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Crisis Core Final Fantasy 7. Das Theme, was hier gerade läuft, ist übrigens auch ein bekanntes Theme aus dem Hauptspiel. Und das wollte ich auch nochmal erwähnen. Ja, wir sind ja jetzt hier in Nibelheim und sehen jetzt so das erste Mal, glaube ich, Szenen, die wir auch schon im Hauptspiel gesehen haben. Und jetzt quasi in überarbeiteter Grafik und wunderschöner Darstellung. Und wenn ihr das Hauptspiel kennt, dann wisst ihr schon, was hier alles noch so passiert, was für kranke Scheiße. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie das denn in diesem Spiel aussieht. Denn ich weiß selber nicht alles mehr so genau. Ich kenne das Spiel zwar noch ganz gut, aber ich weiß auch nicht mehr alles. Und ja, wir gehen jetzt in die Herberge, wie sie es genannt haben, ins Inn. Da soll ja ein Bild von einem Mädel sein. Da frage ich mich gerade, konnte man das auch im Hauptspiel sehen? Wie überall kleine Gemälde, was ist hier los? Oh. Erstmal eine Mail lesen, bestimmt von... Ah, unser Einsatz. Zwar waren wir jetzt schon einige Male zusammen auf Einsätzen, doch es gibt da etwas, das ich dir noch nicht gesagt habe. Jetzt, wo in meine Heimat zurückgekehrt sind, muss es einfach raus. Aber weil es mir irgendwie peinlich ist, schreibe ich es dir lieber in einer Mail. Das viel Glück, dass du mir am Tag unserer Inauguration. Hast du nie gehört, das Wort? Gewünscht hast. Also vermutlich sehe ich es jetzt das zweite Mal, denn als ich das Spiel damals gespielt habe, habe ich das Wort auch schon gesehen und einfach überlesen, weil ich mir dachte, keine Ahnung. Teil noch immer in meinem Herzen. Das viel Glück, achso. Und wenn ich mich daran erinnere, dann fühle ich mich, als dass ich noch etwas stärker sein kann. Ich danke dir, Zack. Ja, klingt ein bisschen schwul, kann ich verstehen, dass du mir das nicht sagen wolltest. Okay, ich kann hier nicht irgendwo rein, ne? Nee. Oh ja. So, ich will gerade mal, ich kann mal was gucken. Beziehungsweise, na gut, die Mission jetzt werde ich wohl noch machen können. Ups. Aber ich glaube, ich kann es dann einfach nicht mehr machen. Also, ich schalte dann keine neuen mehr frei. Wenn ich das nicht schaffe, schalte ich das unter nicht frei. Obwohl ich es auf normalem Wege freischalten würde, wisst ihr? Ich glaube, so funktioniert das. Was ist denn da oben drauf? Voll so ein Pinguin. So, ich kann erstmal mit den Leuten reden hier. Vielen Dank, dass sie sich für unser Haus entschieden haben. Wir hoffen, sie genießen ihren Aufenthalt. Kann ich mit dem Kollegen auch reden? Oder chillt der einfach nur rum? Der chillt ja, glaube ich, nur rum. Ja, okay. Der ist einfach nur ein Strich in der Landschaft, ja. Interessiert keinen. So. Hier steht er, der Sephiroth. Direkt im ersten Stock hat er gesagt, ne? Ich sehe hier irgendwie nichts. Nichts allzu Verdächtiges. Denn es ist vielleicht im Raum hier. Ah ja, das Mädchen wahrscheinlich. Ein trauriges und irgendwie unheimliches Motiv. Und vor allen Dingen extrem verpixelt. Hier überall Kisten. Ich will die alle looten, aber kann ich nicht. Ah, es ist so schön, das endlich mal in so einer schönen 3D-Grafik zu sehen, ne? Und ein bisschen überarbeitet. Ich meine, was heißt schön? Es ist immer noch extrem verpixelt. Aber ihr wisst, was ich meine. Guck mal, ein bisschen besseres Gespür davon, wie das Ganze hier aufgebaut ist und so weiter. Ich werde es nochmal nicht mit Sephiroth reden. Sephiroth. Es gibt auch so geile Leute, die ihn immer Sephiroth oder so nennen. Das ist Englisch, Mann. Sephiroth. 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 So. Ich habe das Ding gesehen, das Protease gesehen. Sicherlich, das Mädchen sieht ganz niedlich aus, aber geht von dem Bild nicht auch etwas Unheimliches aus? Das zweite Wunder ist nämlich, das Mädchen verlässt ab und an das Bild und wandelt dann durch unsere Welt. Oh, wie gruselig, ob das wirklich wahr ist. Okay. Genau, das hatte ich halt gelesen. Voll krank, keine Ahnung. Das Bild sich genannt. Da frage ich mich, wie sieht das im Hauptspiel aus? Würde ich ja gerne nochmal sehen. Jetzt sind sie nämlich bestimmt weg und so voll, wow, mysterious. Es ist weg. Was? Das Mädchen ist tatsächlich verschwunden. Das macht irgendwie wenig Sinn, ne? Ich werde jetzt die Wunder mal so weit machen, wie ich es irgendwie hinkriege und dann halt, das denke ich auch dann sein lassen. Das ist doch ganz interessant hier irgendwie. Kommst du voran auf deiner Wundersuche? Das zweite Wunder ist, wir durch unsere rechte Welt. Achso, muss ich jetzt irgendwie noch, die finden oder so? Na, du bist ja komischer Fotograf hier. Ich kann mal mit Cloud und so reden. Wieso nimmst du deinen Helm nicht ab? Das geht dich nichts an. Den soll einer verstehen. Tja, warum wohl? Hä? Warum ist ihm sowas von langweilig? Der soll am besten nicht, aber stopp, Mann. Wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei und quatsche eine Runde mit dir. Halte durch, Mann. Achso, das war ich. So, ja, keine Ahnung, wo ich das jetzt suchen soll. Das Mädel.
Ja, Pech gehabt. Immerhin haben wir es aber gesehen, dass das Mädchen scheinbar auch mal verschwindet. Vielleicht ist sie jetzt wieder da. Ja. Was sagt denn jetzt? Was mag das Mädchen wohl zu be... Was? Was mag das Mädchen wohl so betrüben? Ja, dass es verschwindet oder auftauchen kann, vielleicht. Na gut, wir reden mal mit Sevirot. Wo ich kann eigentlich nochmal gucken, ob wir da hinten noch irgendwo... Ich guck mal, ob wir noch weitergehen können da hinten. Oh, du gehst jetzt umher. Ja, du gehst jetzt bestimmt... Du guckst ja bestimmt das Mädchen an, oder? Verdammt! Auf frischer Tat ertappt! Es ist mir ziemlich peinlich, aber ich bewahre ein kleines finanzielles Polster auf, von dem meine Frau nichts weiß. Ich verstecke das Geld hinter Bildern und an anderen Orten. Manchmal gehe ich dann Glücksspielen... Glücksspielen? Meist verliere ich alles. Also gut, sie verstecken hier das Geld, aber warum verschwindet das Mädchen vom Gemälde? Oh, das ist einfach. Dieses Gemälde hat zwei Seiten. Auf der einen ist das Mädchen abgebildet, auf der anderen nur der Stuhl. In meinem Alter vergisst man schon mal etwas. So kann ich mich manchmal nicht erinnern, ob ich noch ein kleines Polster habe oder schon alles aufgebraucht habe. Toll. Ist das Mädchen zu sehen, dann liegen ein paar Geld hinter dem Bild. Wenn nicht, bin ich pleite. Ziemlich gute Erinnerung, Silver, oder? Das Bild ist also wie eine Notiz für mich. Aber bitte tun Sie den Gefallen und erzählen Sie meiner Frau nichts davon. Die macht mir die Hölle heiß. Danke! Okay, es macht irgendwie keinen Sinn, aber gut. Warum? Ach, ist doch egal. Es ist doch auch einfach egal, ja? So, kleiner Junge, ich habe das Rätsel gelöst. Ja, doch, das ist so ein bisschen verleitet, das hier irgendwie mir, ne? Alles zu machen. Ein Polster, davon redet meine Mama auch immer, wenn sie ihre Hüften im Spiegel betrachtet. Wow. Was soll denn daran mysteriös sein? Manchmal verstehe ich euch Erwachsene wirklich nicht. Sieht dann wohl so aus, als wäre das Wunder gar kein richtiges Wesen, was? Aber das nächste hat es bestimmt in sich. Bist du weiterhin interessiert? Und wie? Wow. Also gut, dann kannst du ja weitergehen. Das dritte Wunder ist nicht ganz ungefährlich. Das Nebelgebirge ist dir ein Begriff, oder? Da wimmelt es von blutrünstigen Monstern. Und die gefährlichsten Monster da sind Bomber. Gerüchte besagen aber, dass es im Nebelgebirge eine einzigartige Bomberspezies gibt. Noch niemand hier im Dorf hat sie gesehen. Doch es wird erzählt, dass die Gesichter dieser Spezies anders als die gewöhnlichen Bomber aussehen sollen. Ist doch diese komische Pinguin, oder nicht? Ob das wahr ist, sollst du für mich herausfinden. Für deine Sichtung brauchst du natürlich einen stichfesten Beweis. Das heißt, dass die wundersamen Bomber etwas Besonderes hinterlassen. Komm zurück, wenn du das ergattert hast. Das wäre alles, was ich dir zum Wunder sagen kann. Okay, können wir scheinbar eh noch nichts machen, dann ist ja okay. Peripherie. Schön. Wir können überall hin, das hat irgendwie was. Vor allem, weil wir das Gebiet ja kennen. Ich gehe einfach mal hier hin. Naja, hier ein bisschen anders aus wieder als im Hauptspiel, doch. Oh, oh. Ich hab grad schon ein bisschen erschrocken. Lange keine Kämpfe mehr. Oder sind das die Bomber? Eigentlich oder nicht, oder? So, da ist das... Da ist die Shinra-Villa. Okay, die sieht auch anders aus als im Hauptspiel. Da, was heißt, die sieht anders aus? Die geht aber. Das ist ja eigentlich ein bisschen anders angeordnet hier alles. Aber gut. Kann man ja halten wie ein Dachdecker. Ich mag es zwar persönlich lieber, wenn dann Spiele tatsächlich auch in deren Nachfolgern und so einfach genau so aussehen. Oh Gott, ich kann hier schon rein. Das hätte ich nicht erwartet. Oh mein Gott. Tatsächlich. Ich gehe mal noch nicht rein. Das sehen wir nämlich noch alles im Verlauf der Quest und so, ne? Ich gehe mal in die andere Richtung der Peripherie, weil da kommt man ja eigentlich nicht mehr hin. Zumindest wenn es genauso verläuft wie im Hauptspiel. Beziehungsweise, da geht's dann ins Nebelgebirge wahrscheinlich, ne? Ah ja, da kommt man raus. Ich lese die Mail jetzt gleich. Ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt rotes Gebiet ist, man hier noch nicht hin darf, hin soll, oder vielleicht auch doch. Nee, komm, wir machen erstmal weiter. Ich will hier nicht zu weit erkunden. Ich will eigentlich nicht Gebiete sehen, die wir noch nicht sehen sollen, so. Doch, das sind die Bomber, okay. Da gibt's vielleicht was anderes. Da oben im Gebirge bald. Mal schauen. Aber die halten ja schon sau viel aus hier. Irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, aber gut. Hä, jetzt bin ich wieder hier. Hä, nee, wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt hier? Das
Gebiet gibt's gar nicht. Lüge. Am Ende der Sackgasse des Bergpfades tauchen Bomber auf, die sich von ihren gewöhnlichen Artgenossen unterscheiden. Danke. Das ist fake. Okay, ein weiteres kleines Gebietchen, das es im Hauptspiel nicht gibt. Es sieht doch alles ein bisschen anders aus. Das finde ich ein bisschen sad, ein bisschen doof, aber gut. Man muss wohl Kompromisse eingehen. Oder so. Ich meine, im Original gab es zwar auch hier so einen Weg, der nach unten führt, aber da war direkt ein Haus, eigentlich. Und zwar auch, glaube ich, Clouds oder Tiefers. Ich verwechsel immer Clouds und Tiefers aus, ne? Das ist ganz schrecklich. Ja, echt große Probleme mit dieser Welt, ey. Ich kann in Final Fantasy 7 das Haus von Cloud und Tifa nicht unterscheiden. Echt schrecklich. Sisney, du bist gerade in Nibelheim, oder? Mein aktueller Auftrag hat mich in eine ziemlich kalte Gegend verschlagen. Übrigens, Zack, du hast in Costa del Sol doch Loveless gelesen, nicht wahr? Hast du es bis zum Ende durchgehalten? Wie ich dich kenne, hast du den Wälzer wahrscheinlich nach der Hälfte in die Ecke geschmissen, was? Im Moment führen sie im Midgard-Theater gerade wieder eine Inszenierung von Loveless auf. Was hältst du davon, wenn wir sie uns nach deiner Rückkehr gemeinsam anschauen? Vielleicht stoßen wir auf Hinweise. Das kann halt sein, ne? Meine Frau muss sogar berichten mehr von verdächtigen Bewegungen im Modeoheim. Die Gegend war einst als Marco-Fördergebiet ausgewiesen, verwaiste aber nach Einstellung des Projektes. Im Modeoheim sichtete mein Kontaktmann eine Apparatur, die von Shinras Forschungsabteilung zu Experimenten genutzt wurde. Als er am nächsten Tag zurückkam, um Beweisfotos zu schießen, waren die Gerätschaften jedoch fortgeschaffen worden. Die Spur führte bis nach Nibelheim, verlief sich dort jedoch und vermutlich ist die Kapsel längst an einem anderen Ort. Tja, da sind wir gerade bei, Kollege. Das klären wir gerade auf. So, ich rede jetzt mit Sephiroth. Sephiroth. Danke. So. Was betrachtest du? Die Wand dahinter. Die Landschaft. Ich könnte schwören, dass ich sie schon einmal gesehen habe. Aha. Schon besser. Tifa, du führst uns? So sieht's aus. Also gut, meine Damen und Herren, bitte alle hübsch lächeln. Na, kennt ihr das Bild? Oh ja, das gibt's im Hauptspiel. Niemand kennt sich in der Gegend besser aus als ich. Aber es ist viel zu gefährlich. Wir können die doch nicht in sowas mit reinziehen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Wir skippen gerade das Nibelgebirge. Kann das sein? Ich dachte, man läuft da selber durch. Was soll denn passieren, wenn du sie beschützt? Vorsicht, der ist bloß besinnungslos. Könnte jeden Moment aufwachen und dich anknabbern. Nutzen bringt Verschleiß, Scharten und Rost. Deswegen schlage ich normalerweise nur mit dem Schwertrücken zu. Nee. Eigentlich nicht. Aber wir kommen ja später nochmal ins Gebirge auf jeden Fall. Also ich habe zumindest wenig dann immer die Möglichkeit, mich in Nibelheim zu bewegen. Ich will auch mit rein und gucken. Wir bedenken, ja, Tifa ist hier noch um einiges jünger. Beziehungsweise, so jung dürfte sie eigentlich auch nicht sein. Ich meine, Cloud und Tifa sind ja... Oder Tifa ist ein bisschen jünger als Cloud. Aerith ist ja sogar älter als Cloud. Ja, aber sie dürfte jetzt auch, also so 18, 19, 20 ist sie bestimmt auch schon. Naja. Diese Anlage unterliegt strengster Geheimhaltung. Nur Shinra-Angehörige haben Zutritt. Aber... Sorge du für die Sicherheit der jungen Dame. Tja, ist ja passend. Wir wissen ja, wer der Infanterist da ist, nicht wahr? Stopp! Genau wie im Hauptspiel. Ja, schön. Genova. Interesting. The door is sealed, of course. Genova. This is the cause of the malfunction. This section is broken. Zack, go seal the valve. Why did it break?
What is that? You average soldier members are Mako-infused humans. You're enhanced, but you're still human. But then, what are those things? Their Mako energy levels are exponentially higher than yours. Are they monsters? Yes. The Shinra scientist Hojo was the one who created them. Abominations spawned by Mako energy. That's what monsters are. You said average member. What about you? Hey, Sephiroth! Same as these monsters. Der Anfang vom Ende des Sephiroth, Leute, ja? Ab jetzt geht's richtig ab. I knew ever since I was a child. I was not like the others. I knew mine was a special existence. But this was not what I meant. Am I a human being? No such luck. You are a monster. Sephiroth, you were the greatest monster created by the Genova Project. Genesis! So you are alive! I suppose I am, if you can call this living. What is the Genova Project? The Genova Project was the term used for all experiments relating to the use of Genova's cells. My mother's cells? Poor little Sephiroth. You've never actually met your mother. You've only been told her name, no? I don't know what images you've conjured up in your head, but... Genesis! No! Genova was excavated from a 2,000-year-old rock layer. She's a monster. Sephiroth, I need your help. My body is continuing to degrade. Soldier First Class, Sephiroth! Genova Project G gave birth to Angeal and monsters like myself. Genova Project S. S? Used the remains of countless failed experiments to create a perfect monster. What do you want of me? Your traits cannot be copied onto others. Your genes can't be diffused. Therefore, your body cannot degrade. Share your cells with me. My friend, your desire is the bringer of life, the gift of the goddess. Whether your words are lies created to deceive me,
or the truth that I have sought all my life. It makes no difference. You will rot. I see. Perfect monster indeed. When the war of the beasts brings about the world's end, the goddess descends from the sky. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss. Her gift everlasting. No! Stop! Verdammt! So! Erklärung. Oder ein paar Sachen. Genesis. Oder diese Szene im Reaktor kennen wir aus dem Hauptspiel. Ähnliche Dialoge, ähnlicher Aufbau, alles relativ ähnlich. Mit dem Unterschied, Genesis taucht im Hauptspiel natürlich nicht auf. Den gab es da ja noch nicht. Oder der wurde da noch nicht zumindest erfunden. Ich bin mir selber nicht mehr sicher. Beziehungsweise wir hatten ja von... Im Endeffekt in Cloud-Sicht mehr gesehen als in 6-Sicht. Wir hatten ja zuerst quasi Cloud-Sicht im Spiel, wie Cloud quasi die Realität damals wahrgenommen hat und dann quasi in Erinnerung erfahren, wie es wirklich war mit Zack und so. Und, Sephiroth dreht durch, denkt, er wäre ein Monster, so nach dem Motto, und eigentlich gibt's dann schon einen Schnitt. Dann wechselt es, glaube ich, wieder zurück nach Nibelheim und quasi, was dazwischen passiert ist, erfahren wir nie. Und das wird jetzt hier quasi eingebaut mit Genesis und so. Und im Endeffekt hat Genesis ja... ihn eigentlich nur noch mehr dazu getriggert, jetzt irgendwie herauszufinden, was denn nun mit ihm los ist. Naja, wir wissen ja, ich spoilere jetzt ein wenig, dass Professor Hojo der Vater von Sephiroth ist. Und natürlich, dass er so ein verrückter Wissenschaftler ist und hier scheinbar Monster züchtet, lässt ihn natürlich dazu verleiten, zu denken, ey, vielleicht wurde ich auch so gezeugt. Und jetzt natürlich da erfahren hat, Genova ist irgendwie ein Monster, ist keine wirkliche Person, sondern nur ein, ja, ne? Ein, irgendwie nur Zellen, mehr oder weniger. Da ist natürlich die Frage für Sephiroth da, was bin ich? Und dass er da so ein bisschen durchdreht, verständlich. Wie er noch durchdreht, das erfahren wir dann ja gleich noch. Oder bald im weiteren Verlauf des Spiels. Ich beende jetzt erstmal die Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Crisis Core Final Fantasy 7. Mit hier Nibelheim Action. Auf jeden Fall spannend. Ab jetzt wird es nämlich fucked up. Also bis denn. Tschüss.